So, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu Kingdom Hearts 2. Ich bin fertig geworden mit Port Royal beim letzten Mal. Und deswegen fliege ich jetzt Richtung Aladdin. Erstmal kurz ein kurzes Shootout und dann geht's richtig ab. Mal gucken, was mich da erwartet. Start. Achso, ich nutze mal die neue Highwind. Und ab geht's. Das sieht echt cool aus, muss ich ehrlich gestehen. So, und ab geht's. Na, komm schon. Habe ich euch nicht erzählt? Heute ist der Tag, an dem wahrscheinlich... Boah, wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? An New City aus F-Zero. Gut, ey. Wow. Auf alle Fälle, heute ist der Tag, wo wahrscheinlich auf der Tokyo Games Show wird nämlich vielleicht Kingdom Hearts 2.5 HD Remakes angekündigt, welches ich ja, worauf ich mich komischerweise schon freue, auch wenn es Kingdom Hearts 2 ist, aber es ist Final Mix und wie ich, wenn ich mich richtig dran erinnere, in Final Mix ist es so, dass du den Purzelbaum wieder hast. Also es ist der Teil für mich. Alter, es ist so geil. Auf alle Fälle habe ich die ganze Zeit das Fire gehört. Und es ist so gut, das Lied. Falls ihr euch fragt, welches Lied das ist, das ist das Lied, das ihr die ganze Zeit hört, wenn ihr in diesem komischen Urtürmen, also wenn ihr praktisch in diesem Turm seid, wo wenn ihr, wow, das war ich nicht. Wow, ich davon nichts getroffen hat, ne? Ich hab nichts gesagt. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Ernsthaft, ey. Wie krass, ey. Oh. Was geht denn bei dem ab? Ach, die Heilige. Mehr als knapp. Oh, Highwind 6 freigeschaltet. Heilige. Was hab ich denn gekriegt? Naja. War nicht gerade so gut, ne? Ich weiß nicht. War echt nicht gut. Naja, egal. Ich habe die Welt freigeschaltet. Das ist das Einzige, was zählt. So. Auf nach Agrabah. Da bin ich sogar passendes Level. Ich weiß, dass ich in dem jetzigen, wo ich jetzt bin, so an sich nicht so groß leveln kann. Aber ich hoffe auf mehr Herzlose jetzt wieder. Dann bin ich wieder happy.
ist ja da! Wie es Aladdin und Jasmin wohl geht? Hey, vielleicht ist ja Rico bei ihnen. Ja, und der König. Tut weiter, ihr beiden. Gib's zu, Donald. Du hast doch das Gleiche gedacht. Nein, aber ich nicht. Das ist Iago! Moment, nicht gleich so feindselig! Gute, du bist Iago! Schon, aber ich bin nicht mehr der Alte! Ich trage neue Federn, ehrlich! Keine faulen Tricks mehr, versprochen! Das riecht nach einem neuen faulen Trick. Ihr müsst mir aber glauben! Zua, geht ihr! Ich war mit Jafar in der Lampe eingesperrt, wisst ihr noch? Ich konnte zwar entkommen, wusste dann aber nicht recht, wohin. Frei wie ein Vogel also, was? Viel Spaß! Oh, Leute, der ist aber traurig. Ich möchte mich bei Aladdin und Jasmin entschuldigen. Könntet ihr wohl ein gutes Wort für mich einlegen? Klar, machen wir, oder, Leute? Vorsicht! Wow, die sehen ja richtig cool aus. Ich muss auch so gleich noch meinen Schwert wechseln. Fassen wir aber noch ein. Ich meine Donald. Gar nicht da. 22 ist für mich in der Welt. Dicker. Oh. So, oh, nice Level up. Oh Gott. Okay. Oh Gott, das kann noch so weitergehen. Aber ich habe damit wenig Probleme. Woher kommen die nur alle? Hier lang! Oh mein Gott. Ja, das ist eine ganz schöne... Ohne Jagos Hilfe wären wir jetzt unter dem Sand. Habt ihr nicht auch Freunde? Ich schätze, wir schulden dir was. Spitze! Aber Aladdin und Jasmin musst du schon selbst überzeugen. Zeig dich von deiner besten Seite. Alles klar? Ja, alles klar. Wo ist Aladdin eigentlich? Ich wette, er ist im Palast. Dann lasst uns gehen. First of all will ich jetzt erstmal, super Karte, aber ich will erstmal Ausrüstung wechseln. Das ist irgendwie nicht das, was ich wollte. So, Items. Hier, Charmeur, genau. Aber das ist schlechter. Das ist das schlechter. Ich dachte. So, speichern wir auch direkt mal wenigstens ein bisschen was. Genau, speichern wir dahin. Falls irgendwas kaputt geht. Man weiß ja nie. So, gehen wir Richtung Agrabah. Ah, ich habe da noch einen Shop gehabt. Wie viele Knete habe ich eigentlich? Ich habe niemals genug Knete. So. Ich denke mal, hier geht's gut. Ja. Palast. Sieht ja danach aus.
Oh, Jasmin. Sora, Donald, Goofy. Eure Majestät. Ich hatte nie Gelegenheit, mich für damals zu bedanken. Ihr habt Aladdin geholfen, Jafar zu besiegen und Agrabah zu retten. War doch nichts Besonderes. Aber wie es aussieht, führen die Herzlosen wieder Böses im Schilde. Können wir euch irgendwie helfen? Wir kommen schon klar, hoffe ich. Und du hast ja noch Aladdin. Er ist in letzter Zeit so komisch. Was? Geht das an den Herzlosen? Weiß ich nicht. Meistens ist er so fröhlich wie immer. Aber manchmal, da wirkt er so traurig. Er verlässt den Palast oft und geht alleine irgendwo hin. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er sagt, es sei nichts. Heute ist er wieder fort. Was ist, wenn er diesmal nicht zurückkommt? Hey, vielleicht hat er ja heimlich eine Freundin. Alles klar, ich werde rausfinden, wer sie ist. Iago! Schnell, Sora, schnapp ihn dir! Und ich warne die Wachen und alle Palastbewohner. Warte doch, Iago ist nicht... Naja. Na, bravo. Warum sagst du auch sowas? Hey, vielleicht sollten wir mal mit Aladdin reden. Er muss doch irgendwo in der Stadt sein, oder? Gute Idee. Ich frag mich, was er so getrieben hat. Ja, eine gute Frage, was er so treibt gerade. Gehen wir mal schauen. Bleib stehen, du Dieb! Hallo, Sora! Stehen bleiben! Okay. Das ist seltsam. Hast du dieses Fellknäuel nicht im Griff? Dann leg ihn an die Leine. Hey, es tut mir leid. Du solltest dich was schämen, Abu. Vergibst du uns? Abu? Leute, tut mir leid wegen vorhin. Ich hatte es echt eilig. Was ist passiert? Ihr kennt ja Abu. Er konnte nicht die Griffe von dieser Lampe lassen. Das Affentheater nützt dir jetzt auch nichts. Wenn ich mich nicht richtig getäuscht habe, war das die Lampe von dem guten Jafar. Also machst du gar keinen so traurigen Eindruck auf mich. Wer sagt denn, dass ich das wäre? Prinzessin Jasmin. Sie macht sich Sorgen, weil du immer in der Stadt bist. Hast du eine neue Freundin? So ein Unsinn. Aber ich schätze, man kann Jasmin nichts vormachen, was? Wisst ihr, Genie und der Teppich sind auf, was? Haben sich aufgemacht, die Welt zu sehen. Das ist es, was Genie schon immer wollte. Also gönne ich ihm natürlich diese Reise, aber du vermisst ihn. Mann. Muss ganz schön fad sein, ganz ohne Genie. Und ob? Deshalb komme ich hierher. Diese Energie, die Menschen. Hier ist immer was los. Ich meine, seht doch selbst. Ich hab euch immerhin, euch immerhin hier getroffen. Oder etwa nicht. Die Stadt ist eben voller Überraschungen. Sora? Iago? Er möchte sich für all den, Wirbel entschuldigen, den er verursacht hat. Ach, möchte er das? Ich glaube, er bereut wirklich, was er getan hat. Die Lampe. Was ist damit? Das war die Lampe. Ach komm,
Es gibt doch Millionen solcher Lampen. Hey, ich war in dem Ding monatelang eingesperrt. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Dann gehen wir besser zurück und sprechen mit dem Trödler. Klar, wir sind dabei. So, das heißt, ich krieg Aladdin in meine Gruppe. Ist okay. Nehmen wir Aladdin mit. So, aber ihr wisst ja, was jetzt passiert. Richtig, ich mache jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Kingdom Hearts 2. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.